Heute wird es sehr intim. Wir haben nämlich beschlossen, ein Spiel zu spielen. Ich bin gespannt, ob es so ein bisschen Backlash geben wird, weil eigentlich ist dieses Spiel Erzählt euch mehr, anvertrauen, diskutieren, zu dir stehen, ist eigentlich, ich lese vor, ein Spiel von Frauen für Frauen, mit Liebe entwickelt. Und wir möchten uns auf keinen Fall lustig darüber machen, aber wir fanden es trotzdem witzig, wenn wir einfach die Fragen beantworten, oder? Ja. Ich glaube auch, bei Schattenwolf werden wir nie einen Backlash bekommen, egal was wir hier tun. Ja, das hoffe ich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Die Sache ist die, es gibt hier drei Arten von Fragen. Wir werden natürlich nicht alle machen. Es gibt hier drei Stapel. Fangen wir mal mit dem Gelben an. Der Gelbe ist relativ harmlos. Da geht es um Reflexion und wie wir zueinander stehen und wie wir bestimmte Dinge bewerten und was unsere Meinung dazu ist. Ich denke, das werden wir heute auf jeden Fall mal beantworten, all diese tollen Fragen. Ja, ihr könnt euch vielleicht noch mal daran erinnern, wir haben schon mal so eine Videoreihe gemacht, 36 Fragen zum Verlieben. Das haben wir auch Alper und ich zusammen gemacht, wo es auch sehr persönliche, und, tiefgründige Fragen gab. Und das ist heute quasi vielleicht eine neue Videoreihe. Eine Renaissance der Gefühle. Genau. Ja, ich habe da sehr viel Lust drauf. Diese Fragen werden wir allerdings nicht beantworten. Die fanden wir ein bisschen daneben zu beantworten. Hier geht es vor allem um so Themen wie Periode. Ja, und was wir nicht haben. Was wir nicht haben, was ich auch irgendwie dann weder witzig noch... Also, wir lassen die Fragen einfach weg aus Respekt gegenüber. Und dann gibt es noch diese Fragen und die sind... Also intimer und persönlicher kann es eigentlich kaum noch werden. Und wir haben uns überlegt, wir werden diese Fragen gleich auch noch ein Video drehen mit diesen Fragen. Aber die werden wir, was denkst du, macht guten Oralsex aus? Das werden wir für Patreon beantworten. Ja, wir wollen nicht, dass das so öffentlich in der Welt draußen ist, sondern... Aber ja. Wenn ihr Geld bezahlt, wenn ihr auf Schattenwolf uns unter... Also mit, auf Patreon Schattenwolf unterstützen wollt, dann könnt ihr auch... ich weiß noch nicht, ab welchem Level, aber ihr könnt dann die Fragen zum Thema Sexualität auch sehen. Boah, jetzt bin ich schon richtig hyped auf die Fragen. Oh Gott. Sollen wir einfach starten? Möchtest du irgendwie, ich misch das mal und ich gebe dir einfach mal die Hälfte. Was sagst du? Okay. Ist doch vielleicht ganz witzig. Aber machen wir das auch so, dass ich zuerst dann die Frage beantworte und dann du? Ja, oder ist natürlich werde ich auch was sagen. Ne? Okay. Soll ich einfach hier anfangen mit einem... Mit einer Frage, die tatsächlich uns beide sehr betrifft. Weil wir beide zusammen eine mit Schattenwolf einen Kanal und eine Firma führen. Okay. Nämlich die Frage, wie beeinflusst deine Karriere deine Familienplanung? Karriere wie und beeinflusst Familie? Meine Karriere meine Familienplanung? Ich habe nicht eine wirklich umfangreiche Familienplanung. Das heißt, ich habe eigentlich zurzeit gar nicht vor, überhaupt Kinder zu bekommen. Ja. Deshalb beeinflusst das meine Karriere, gar nicht meine Familienplanung. Kurz für alle, die das nicht wissen, wir beide sind schon seit langer Zeit in Beziehungen, schon seit ein paar Jährchen, beide aber kinderlos. Ja. Ja, ist bei mir aber ehrlich gesagt ähnlich. Ich habe jetzt auch noch keine, in der nahen Zukunft keine Pläne, irgendwie das zu ändern. Mhm. Dafür ist auch der Beruf tatsächlich, also die Karriere beeinflusst das ja schon, weil es ja einfach wahnsinnig anstrengend ist und viel Zeit einfordert, irgendwie diese Firma zu führen und dass das gut läuft und Cinema Strikes Back und Schattenwolf und Zweifelsfrei und alles, was dazu gehört. Bei mir ist es auch so, dass ich sagen würde, dass mir meine Zeit einfach gerade so wichtig ist. Ich bin da so ein bisschen egoistisch, sage ich mal. Ja. Mir ist meine Zeit, vor allem meine Freizeit, sehr wichtig. Mir und auch. Ich will die immer mit Sachen füllen, die ich cool finde. Und Brettspiele. Zum Beispiel Filme. Brettspiele, ja. Kino. Ich spiele so viel Brett, inzwischen. Ja, du bist schließlich der Brettspieler von uns drei geworden. Ich habe Jonas zu einem Brettspielfan gemacht und das hat mich sehr erfreut. Es war schon sehr schön, Jonas, das über dich. Tatsächlich haben wir ja da noch nie privat drüber gesprochen. Stimmt. Ja. Das ist heute eine Offenbarung. Ja. Alper, jetzt kommen wir jetzt wieder zu was ein bisschen Oberflächlicherem. Was unterscheidet einen Summer Buddy von einem Winter Buddy? Einen Summer Buddy von einem Winter Buddy. Ich habe nur einen Winter Buddy. Selbst im Sommer habe ich einen Winter Buddy. Aber hast du nicht manchmal so im Sommer das Bedürfnis, dein Buddy in Shape zu bekommen? So im Frühling, wo du so denkst, okay, jetzt ist bald ein Freibad, vielleicht muss man mal bisschen mehr Sport machen, dass die Plauze nicht zu weit raushängt. Ja, das Problem ist, wenn das so einfach wäre, Ernährung ist ja ein viel größerer Teil. Ich hab jetzt tatsächlich seit 3 Wochen oder sowas keine einzige Süßigkeit mehr gegessen, habe meinen Zuckerkonsum
wirklich radikal runtergefahren. Es gab keinen Tag, wo ich mehr als ich versuche das so ein bisschen. Es ist ja heutzutage wirklich unmöglich, irgendwie auf Zucker zu verzichten. In allem drin. Unmöglich, ja. Wirklich. Aber ich achte schon so darauf, auch bei allem, was ich esse. Ich achte jetzt wirklich vermehrt auf den Zuckergehalt, auch einfach, weil ich keinen Bock mehr auf den Mist habe. Mhm. Achte darauf, dass ich unter 50 Milligramm am Tag bin, was wirklich eine Herausforderung ist. Weil wenn du irgendwie eine Cola trinkst, das sind schon irgendwie 30 Milligramm oder so. Gramm. Oder? Gramm oder Milligramm? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es Gramm, Milligramm ist. Ich glaube, Milligramm wäre extrem. Dann vergesst das Milli, ich meinte Gramm. Aber das macht ja auch viel aus, ja. Weil ich bin jemand, ich esse viel, ja. Aber Softdrinks trinke ich relativ wenig. Mhm. Also das ist immer für mich so ein Belohnungsding, das habe ich auch noch von früher immer. Mhm. Da gab es nur alle drei, also einmal im Monat am Wochenende eine Cola oder sowas. Ja. Und das versuche ich für mich noch so weiter zu machen. Mhm. Und ich finde, wenn man darauf schon achtet, das macht schon extrem viel aus. Ja. Bei mir ist es auch weniger so, dass es dick macht oder sowas, sondern vielmehr, ich habe bei Zucker reagiert meine Haut sehr allergisch. Also ich kriege sofort Pickel, wenn ich so ein bisschen zu viel Süßes esse und so. Und allein deswegen versuche ich so ein bisschen disziplinierter zu sein. Ja, ja, geht mir genauso. Also ich versuche auch manchmal, im Sommer habe ich dann plötzlich das Bedürfnis, ja okay, jetzt mal wieder mehr Sport. Und dann kommt der Winter und denke ich mir so, pff, scheiß drauf. Perfektes Thema. Was denkst du, woran es liegt, dass Männer im Schnitt weniger Wert auf ihr Aussehen legen? Ich glaube, das hat was, also so was Gesellschaftliches auch an sich, weil historisch. Ja, genau, historisch, gesellschaftlich, sozial, dass Frauen oft nur, also vor allem in der Vergangenheit, oft nur als Objekte teilweise wahrgenommen wurden und auf ihre äußeren. Auf unsere Äußerlichkeit gerade in den Medien, in Film, in Fernsehen, in Werbung und so weiter. Wenn das stimmt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein wesentlicher Grund dafür ist. Bin aber sehr froh, dass das im Wandel ist. Und ich glaube, es gibt viele Männer, die sehr viel mehr Wert auf ihr Aussehen legen als viele Frauen. Ja, aber ich muss auch sagen, dass ich versuche auch immer meine Socken anhand meines Oberteils auszusuchen. Echt? Ja, ja. Ich kann zum Beispiel nicht. Ich kann nicht, wenn ich eine Blue Jeans habe, dann auch irgendein dunkelblaues Oberteil haben, wenn ich dann vorkomme. Ich sehe aus wie in einem Overall. Ja gut, aber sowas habe ich auch. So Klamotten müssen so einigermaßen passen. Aber ich glaube, an und für sich bin ich eher uneitel. Also wie ich teilweise mich vor Kameras gesetzt habe und so. Ja, irgendwann verliert man auch so jeglichen Charme. Und irgendwie so, komm, lass einfach die Scheiße drehen, dann ist es fertig. Es ist auch nicht so schlimm, wenn dann jemand sagt, hey, du Fettbacke oder so. Ja. Ja, vor allem, wenn wir bei CSB den Podcast drehen, die zwei Leute, die immer außen sitzen, sehen immer richtig fett aus und der in der Mitte sieht so klein aus. Kurz für die, ein kleiner Behind-the-Scenes-Einblick, das sagen uns nämlich immer wieder Leute, wenn sie uns in echt sehen. Ach, ich habe gedacht, es ist draußen ein Motorrad, ich habe gedacht, ihr werdet noch viel, viel dicker. Das liegt voll oft daran, dass wir irgendwie im Podcast dann außen sitzen und die Linse, die verzerrt das Richtung Rand. Ja, und dann, dazu kommt ja auch noch, dass die dritte Person, die ist ja quasi dann vielleicht so als normal, ist in der Mitte, wird nicht seitlich gezeigt und ist noch weiter hinten. Genau. Und dann wirkt es wirklich so. Ich habe letztens eins gesehen, ich sah schon gar nicht mehr aus wie ein Mensch. Wie würdest du reagieren, wenn dir jemand ungefragt ein Foto seiner Genitalien zeigen würde? Das ist sexuelle Belästigung. Ja. Ungefragt, uncool, wirklich sehr uncool. Ich würde die Person in die Schranken weisen, wenn mir jetzt jemand einfach so ein Dickpick schicken würde oder sowas. Ich würde sagen, das ist nicht okay, lass es. Ich finde es so, ich verstehe Männer nicht, die ungefragt Dickpics schicken. Ich habe das noch nie gemacht und ich werde es auch nie verstehen. Das ist auch so eine, ich sag mal, so eine Dating-Strategie. Hat die jemals in der Geschichte funktioniert? So denkst du, boah, das ist mal ein richtig nicer Cock. Dieses Video wird nicht mehr monetarisiert. Ja, das stimmt. Jonas, hattest du als Kind klischeebehaftete Traumberufe? Wenn ja, welche? Oh ja. Was wolltest du mal werden? Nee, ich war nie so jemand, alle meine Freunde, Fußball oder, eigentlich wollten alle Fußballer werden. Ich wollte Fußballer werden. Ich glaube am ehesten, so ganz jung, ich wollte mal Feuerwehrmann werden, weil mein Opa Feuerwehrmann war, mein Papa auch. Ist, also trotz dieser Familiengeschichte ist das klischeebehaftet. Ja, und ich bin der Einzige, der es nicht geworden ist. Ist richtig traurig. So. Aber richtige professionelle Feuerwehrmänner oder ist das so freiwillige Feuerwehr? Oder was ist das? Also die waren in der freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Aber was ich aber fast noch krasser finde als die Berufsfeuerwehr, weil du einfach so eine riesige Verantwortung hast, noch neben allem, was du sonst machst. Riesenrespekt an dieser Stelle. Ultra krass. Sowohl für Berufsfeuerwehrleute als auch für freiwillige Feuerwehr. Genau, also ich meine, ich will jetzt nicht Berufsfeuerwehr kleinreden, weil du hast da ja auch einfach einen Schichtdienst, was auch, ich kann mir nicht vorstellen,
auch alle anderen Berufe, die so Schichtdienste haben. Ja. Boah, mein Respekt. Eins meiner Lieblingsvideos ever ist ein Feuerwehrvideo. Ich werde jetzt die Details nicht mehr hundertprozentig zusammenkriegen, aber da verbinden wir jetzt Fußball und Feuerwehr. Es gibt dieses Video von einer Feuerwache. Ich glaube, es ist in Warschau oder sowas. Und die gucken gerade, dass irgendwie ein WM-Halbfinale, bla bla bla, Elfmeterschießen. Und es geht zum letzten Elfmeter für Polen. Wenn er trifft, dann ist Polen weiter und so weiter. Und die sitzen halt alle in der Feuerwache und sind so 10 Leute so, ne, in 2 Reihen. Und dann, genau dann geht plötzlich der Feueralarm los. Und die müssen aufstehen und los. Und sind natürlich hochprofessionell und machen es. Ja. Aber ja, das war wohl... Boah, das ist... Wäre gerne ist dabei gewesen. Ist, und bei dir? Was? Achso, ja, ich wollte Fußballer werden. Ich glaube, das ist mehr Klischee, geht nicht. Aber ich wollte als ganz junges Kind auch mal General werden. General? Ich glaube, also als 6-Jähriger. Okay. Weil ich das so in, weiß ich nicht, wahrscheinlich so G.I. Joe-mäßig in Filmen gesehen habe. Ich fand halt Soldaten, Camouflage, Uniform und so weiter, fand ich cool. Ich will jetzt General werden. Ja. Das Gehalt ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja, da bin ich aber zum Glück ganz schnell weg. Aber ansonsten... Ich wollte auch mal noch, aber das ist nicht klischeebehaftet, ich wollte ja Müllaufheber werden im Europapark. Das ist so weird. Aber nächste Frage oder nächste du Frage? Stopp das Video! Wir haben eine Werbung für euch. Es gibt nämlich eine brandneue Patreon-Seite. Wenn ihr also diesen Kanal und uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr ab sofort Schattenwolf auf Patreon supporten. Da könnt ihr euch aussuchen, wie hoch der Betrag sein soll, mit dem ihr uns unterstützen könnt. Und als Belohnung könnt ihr zum Beispiel exklusive Schattenwolf-Shirts abstauben, die es nur für Patreons gibt. Und ihr könnt uns unterstützen bei dem Dreh neuer Sitcom-Folgen, neuer Formate. Und vielleicht fahren wir mal in den Schwarzwald, in Jonas' legendäre Heimat. Bitte. Und jetzt weiter mit dem Video. Was hältst du von Toiletten, die geschlechtlich getrennt sind? Mir ist es völlig Latte in einem Laden, ob da jetzt eine Herrentoilette ist oder eine Unisex-Toilette. So, mir ist es wirklich völlig egal. Von daher kannst du von mir aus überall Unisex-Toiletten geben, selbst so größere Sammeltoiletten. Ich finde das auch in Ordnung. Ich kenne das. Kennst du das auch von Partys von früher, wenn dann bei der Frauentoilette eine mega Schlange ist und bei den Männern ist gar keine Schlange, weil da halt 5000 Pissoirs sind und dann gehen auch die Frauen da rein und denkst dir so, ja, hier, gerne. Ja, klar, ist doch, also, das meine ich damit. Ist, solange da alles irgendwie friedlich und freundlich vonstatten geht, ist mir das völlig egal. Ja. Solange wir lieber auf den Schwanz guckt. Nice car. Ja. Jonas hebt das Niveau. Wie oft vergleichst du dich im Alltag und in welchen Bereichen? Ich weiß es nicht. Ich kann das jetzt nicht bewusst sagen, weil ich glaube, das ist auch ganz oft was man unbewusst macht. Mhm. Aber wahrscheinlich öfter, als mir lieb ist. Ja. Ja, gerade wenn man wie wir irgendwie auf YouTube aktiv ist, ob jetzt auf Schattenwolf oder gerade Cinema Strikes Back, ich glaube, wir vergleichen uns schon immer wieder auch im Gespräch oder mit anderen YouTubern und, und YouTuberinnen. Ja, und auch innerhalb von unseren Videos. Wir vergleichen dann, hat das Video jetzt besser funktioniert als das? Aber warum und warum funktioniert das jetzt besser? Was ist denn so mit anderen Bereichen außerhalb des Jobs? Vergleichst du dich da oft mit anderen Personen? Warum bin ich nicht so gut wie der, nicht so schön wie sie? Ja klar, also sowas, manchmal denke ich mir so auch so andere Leute, die so richtig krass unterwegs sind, die irgendwie auf so, keine Ahnung, so jemand wie Finn Kliemann, der irgendwie 5000 neue Sachen macht und die alle so richtig krass macht und immer neue Projekte hat und sowas. Und ich mir denke so, warum kann ich sowas nicht machen? Weil du warum deine bin Leute, ich nicht so krass? Weil du deine Leute gerne bezahlst. Findest du, Geschlechter haben konkrete Stärken und Schwächen? Benenne sie. Boah, ich kriege wirklich Krätze. Ich kriege so richtig so einen Hals, wenn jemand so einen Satz anfängt und ich kann es nicht mehr hören wie, ja, Männer sind so und so, ja, Frauen sind ja so und so. Es nervt mich. Glaubst du auch, dass das in 100 Jahren so ist, mit männlich und weiblich vielleicht, wie wir über Horoskope denken? Dass das immer nur so, es wird irgend sowas beschrieben, es soll so sein und so sein, aber irgendwann so in 100 Jahren denkt sich auch jemand zum männlich und weiblich, so was für ein Bullshit haben die damals gedacht. Ich glaube schon als Laie, dass es bestimmt biologisch Tendenzen gibt, in die sich dann weite Teile der Männerwelt und Frauenwelt vielleicht entwickeln, aber Menschen nehmen das halt, schauen sich
eine Aktion von einer Person an und sagen dann so, ha, siehst du, das ist eine Frau oder sowas. Und das fuckt mich dann ab. Oder Leute, die sowas sagen wie, eine Frau kann nicht Verteidigungsministerin werden. Frauen sind so viel. Und das fuckt mich einfach tierisch ab. Kennst du, ne? Frauen ne, mit einparken so. Comedy erst recht. Das, das ist noch ein ganz anderes Thema. Ja, ich finde das auch. Ich finde männlich und weiblich so als Begriff ganz, ganz schwierig. Also, dass etwas sehr männlich ist oder sehr weiblich. Und auch Männer dürfen mal weinen. So, hä, was? Ja. Was ist mit Kabeln? Kabeln? Es gibt ja männliche Kabel und weibliche, also Anschlüsse und weibliche Anschlüsse. Mhm. Also bei HDMI ist zum Beispiel, du steckst es rein, das ist ein männliches Kabelende oder es wird reingesteckt, das ist ein weibliches Ende. So, das heißt ja wirklich männlich-weiblich. Ja. Ist das cool? Haben die auch Stärken und Schwächen, meinst du? Ja. Also die männlichen, die, ich glaube, die haben halt die Schwäche, dass die eher so abknicken können. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, ja, was hier du mit dieser Frage war ein bisschen. Ja. Okay. Ich, boah Gott, die zwei sind mega lame, die Fragen. Ich nehme mal hier. Oh, die ist interessant. Ist dir persönlich schon mal sexuelle Belästigung widerfahren? Wie bist du damit umgegangen? Ich glaube nicht. Also ich habe halt, ich kann da echt gut reden, ne? Ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt eine Frau wäre, hätte ich ganz andere Geschichten. Ich glaube, wenn wir beide Frauen wären. Auf Lager. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz großes gesellschaftliches Problem. Und es tut mir leid, aber ich kann mich auch jetzt an keinen Moment erinnern, wo mir das mal passiert ist. Ich glaube, das Einzige, wo das mal ansatzweise war, war, da war Marius auch dabei, da waren wir auf Tour mit Waititi. Und da waren wir in St. Pauli und dann bin ich raus in so einen Park und da pinkeln gewesen. Mhm. Dann kam von hinten so jemand, na, soll ich dir einen blasen? Und ich glaube, das ist das Einzige, was ansatzweise in so eine Richtung geht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, danke. Und er hat gesagt, okay. Ach so, na gut. Ja. Na gut, war das, ist das? Ja, das war ja entscheidend. Also er wollte schon gucken, was ich da gerade mache. Welche Ängste hast du vor der Veränderung deines Körpers im Alter? Jetzt auch gerade mit du bist ja auch 31 jetzt? 32. 32 wirst du dieses Jahr, oder? Nee, ich werde dieses Jahr 33. Okay, aber du bist jetzt quasi frisch erst, du bist noch in den 30ern. Ja. Boah, sehr viel, um ehrlich zu sein. Ja? Ich bin sehr neurotisch veranlagt, also ein Neurotiker, wie man so schön sagt, und mache mir permanent Gedanken über das Altern und die späteren Jahre. Bei mir hat das tatsächlich auch mit 30 angefangen. Das kommt punktgenau, bei mir auch mit 30, ja. Also bei, wenn ja, dann, mir war es auch schon vorher. Ja, vor allem, dann knackst das so und ich merke jetzt gerade, ich bin da so ein bisschen paranoid, aber ich stoße mich jetzt öfters irgendwo an und denke mir so, das ist mir früher nie passiert. Warum tue ich das die ganze Zeit? Ist das schon das Alter? Ja. Ja, zunehmen wird immer einfacher. Sport wird immer schwieriger. Der Rücken schmerzt immer mehr. Plötzlich merkt man auch irgendwie, dass man Probleme mit dem Herz hat oder sowas. Nein, das ist jetzt nicht so, aber so, also diese kleinen Wehwehchen mehren sich plötzlich. Mhm. Ja, der Körper verfällt. Ja, ich habe mal ausgerechnet. Nein, so hart meine ich das natürlich nicht. Ich war letztes Jahr alle 2 Wochen im Schnitt beim Arzt. Echt? Ja. Also jetzt nichts Schlimmes, das war teilweise auch so eine Folgebehandlung dann. Ja. Wenn ich mir zum Beispiel auch mal so ein Stück Finger abgeschnitten habe und dann musste das öfters gewechselt werden, habe ich mir gedacht so, boah, hoffentlich ist das nicht die ganze Zeit so, wenn man alt wird. Ja, aber man kann auch manchmal Danke sagen, dass man in einem der besten, auch wenn es natürlich Makel und Schwächen hat, im besten Gesundheitssystem der Welt nicht arbeitet. Nicht in dem besten, aber in einem der besten. Ich glaub, ja. Das kann man schon so ganz mal so in den Raum stellen. Hauptsache nicht Amerika. Zum Beispiel. Welche Maßnahmen würdest du als Bundeskanzlerin ergreifen, um Gleichberechtigung zu fördern? Das ist eine, das ist sehr, eine sehr schwierige ganz schön Frage. Eine Brecherfrage. Boah, ey. So eine Frage ohne Vorbereitung zu beantworten ist echt schwierig. Ich persönlich bin gar kein Feind davon für so gehaltsangleichende Maßnahmen, aber das ist so eine ganz persönliche politische Frage, in der ich mich halt auch nicht gut auskenne. Und ich finde, man muss auch mal demütig genug sein, einfach mal zu sagen, ja, ich kenne mich da nicht so aus. Bevor ich da meinen Mund aufmache, lese ich mich besser mal ein oder schaue mir mal die verschiedenen Positionen an. Ich finde, das ist zum Beispiel so eine Frage, die traue ich mich nicht zu beantworten. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Mir fällt nichts ein. Ich glaube, deshalb ist es auch nicht so einfach, dass für echte Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler das zu lösen. Ja. Alper, passend dazu, was glaubst du, woran es liegt, dass hauptsächlich Männer in den Krieg ziehen? Boah.
es gibt genug Frauen auf der Welt, die unglaubliche Heldentaten in Kriegen leisten. Von daher, aber ich glaube, hier ist eher der negative Teil davon. Also die Frage ist eher negativ konnotiert. Ach so, du meinst, warum Männer so kriegsfasziniert sind auch. Boah, das ist eine gute Frage. Ich kann es weder evolutionär noch biologisch beantworten. Wahrscheinlich irgendwas mit Testosteron, tralala. Wahrscheinlich. Und der evolutionären Trennung, Entwicklung von Männern und Frauen, blablabla, trarara. Was würdest du denn sagen? Gib mal den Ball weiter. Also ich muss schon sagen, ich Krieg faszinierend finde und dass ich mir sehr viele Wikipedia-Artikel über Schlachten angeschaut habe. Mm. Aber das ist halt jetzt nur aus meiner Sicht so. Ich finde das wahnsinnig faszinierend. Ich gucke auch gerne Kriegsfilme an. Das ist wie bei mir mit Waffen. Ich lehne Waffen und den freien Waffengebrauch so im Alltag und in unserer Gesellschaft wirklich auf ganzer Linie ab. So amerikanische Verhältnisse sind für mich der absolute Horror und Albtraum und ich wähle auch immer dementsprechend Parteien, die sich sehr dagegen stellen. Hast du das gehört, dass jetzt ein US-amerikanischer Waffenhersteller quasi so eine Kinderversion von der Waffe rausbringt? Die gibt es aber, glaube ich, schon länger. Das ging jetzt durch die Medien, das habe ich mitbekommen. Und nichtsdestotrotz sitze ich hier und sage ganz laut, wenn man dann aber in einem Videospiel oder in einem Film irgendwie mal eine coole Waffe sieht oder bekommt, dann gibt es halt diesen Teil von mir, der sich denkt, das ist schon cool, verdammte Scheiße. Und wenn man die noch so ein bisschen upgraden kann, die Waffe, das ist noch viel geiler. Ja, solange das halt spielerisch bleibt und man das trennen kann und man mental auf seine Gesundheit achtet, dann ist das ja auch für solange man nicht andere damit verletzt. Genau. Oder auch, und sobald man auch an alle da draußen, vielleicht gibt es ja eine Person, die das da draußen hat, sobald man auch irgendwie merkt, dass man diesen Anreiz hat, sich dann psychologische Hilfe, also psychotherapeutische Hilfe auszusuchen. Wir machen noch eine Frage. Jonas hat sich eine wunderschöne Frage ausgesucht. Oder weißt du was? Zieh eine. Oh ja. Hier die. Maskulin und feminin. Was heißt? Nee, komm. Das hast du was Ähnliches hat man heute schon beantwortet. Ja. Hier die, ist die gut? Zieh und lies vor. Wie verändern sich deine Werte bei der Erziehung in Bezug auf das Geschlecht deines Kindes? Finde ich spannend. Finde ich wahnsinnig spannend. Nochmal die Frage. Wie verändern sich deine Werte bei der Erziehung in Bezug auf das Geschlecht des Kindes? Mit anderen Worten, würdest du einen Jungen, sagen wir mal, du kriegst einen Jungen und ein Mädchen, würdest du den Jungen anders erziehen als das Mädchen? Und andersherum? Boah, das ist eine gute Frage. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich glaube, man hat immer so ein, also jetzt... Wie, meine Wunschvorstellung wäre es natürlich, dass da kein Unterschied ist, aber ich glaube, das kann man nicht so 100% abstellen, weil das ja bei einem selber so in der Erziehung mit reingeflossen ist. Konditioniert, ne? Es steckt so im Unterbewusstsein. Ja, und dann gibt es halt auch noch so Sachen, das hört man ja immer wieder, wenn dann zum Beispiel irgendwie von einem Bekannten oder sowas, das Kind hat jetzt lange Haare und dann wird das im Kindergarten gemobbt und dann sagen die Eltern, willst du das nicht vielleicht abschneiden, dass die anderen Kinder dich nicht mobben oder sowas. Mhm. Ich glaube, gegen sowas kann man sich dann auch nicht so 100% verschließen manchmal. Ja. Aber wie das jetzt wäre, wenn ich ein Kind hätte, boah. Ja, ich würde das genauso beantworten wie du. Ich würde mir Mühe geben, dass Kinder nicht nach Geschlecht zu trennen und einen Jungen genauso zu erziehen wie ein Mädchen. Ja. Aber ob man das dann wirklich, vor allem, das ist wenn man wie wir kinderlos ist, dann sagt man immer, ja, ich würde das und das tun. Ich glaube, die Realität ist dann ganz anders. Ich finde auch diese Gender Reveal Part ist vollkommen bescheuert. Das ist völlig bescheuert. Jedes Mal, wenn das auch wieder in die YouTube-Trends gespült wird, kriege ich da so blanke Kotzen. Oder auch so das immer mit den Farben. Ich finde das ganz schrecklich. Ja, ich auch. Mit Blau und Rosa, Pink oder so. Immer so dieser Unterschied. Ja. Wo ich dann teilweise, weißt du, zu Hause so auf dem Dorf, dann bekommt irgendwie das neue Baby aus der Verwandtschaft, der Junge bekommt einen pinken Pulli. Ja. Ja, aber nicht, dass der jetzt so schwul wird oder so. Und dann ist es so, was? Ja. Fun Fact. Ist das Steinzeit oder was? Fun Fact, wenn ich irgendwie versuche, was zu schreiben, irgendwas Fiktionales, eine Geschichte, ne? Ein Drehbuch oder was auch immer, voll oft wechsle ich spontan einfach Geschlechter und tausche das einfach, weil ich mir denke, ich will keine irgendwie klischeebehafteten, aufgeladenen Figuren. Dann wird halt eine Figur, die ich immer als Mann gesehen habe, ich mache mir einfach dann, ja, machen wir die auch einfach zu einer Frau oder den zu einem Mann. Und teilweise schreibe ich dann auch geschlechtlose Figuren und die bleiben dann auch geschlechtlos oder was auch immer. Von daher, ich finde so, Menschen sind Individuen. So. Also ich kriege immer, also das liegt natürlich auch in meiner eigenen Vita und dass ich
Kind türkischer Eltern bin, so ich kriege Krätze, sobald man irgendwie mehr als zwei Menschen in einen Topf wirft und verallgemeinert und so in Schubladen packt und ach ja, die Ausländer und ach ja, die Frauen und ach ja, die Schwarzwälder. Ach ja, die Schwarzwälder. Eins kann ich aber doch sagen, dass alle Zuschauer und Zuschauerinnen von Schattenwolf cool sind. Das ist, ja, auf jeden Fall. Das ist mehr als, das ist die Wahrheit, das ist nicht nur ein Klischee. Und für Patreon drehen wir jetzt die Ü18-Version. Oh Gott! Ja, wenn ihr, hier, dieses Dating-Video, ne? Diese 36 Fragen von Berlin, das verlinken wir euch hier und ich hoffe, wir sehen uns dann auf Patreon. Macht's gut.